Yes! At last! Gigi! Gigi, are you here? Sind die wieder zu Hause? Hat er mir erstmal gefragt. Das habe ich, glaube ich, jetzt nicht drin in der Folge. Deswegen, aber willkommen zurück zur nächsten Folge. This is no game. Okay. I guess I just have to start over from the beginning. Das ist noch nicht das Ende. Das ist am Anfang dieses Trader, wo wir am Ende waren. Kapitel 6. Wieder zu Hause. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there is no game. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV with someone. Go outside to see someone. Read a book to someone. There's nothing here for you anymore. No more entertainment. No more fun. No more game. Da steht. Will das mich verarschen? Hinter mir wird die Schere unten. Jetzt haben wir die Schere unten. Habe ich hier da auch schon so einen Bug hier? Nur noch losgreifen. Ja, natürlich jetzt fast eine Phobie. Dann will ich natürlich gleich einladen, weil immer noch bei mir fast eine Phobie steht. Na, dann stellt er sich schon voll, also. Da. So incomplete. Mann! Ich warte jetzt auf die Fahne. Nobody loves me. Geht die Schere nicht hoch? Muss so eine Sonne kommen. Nobody leaves me with the love notes. Ihr habt alle Standfassung vor mir. Mann! Ich warte noch auf das Zahnrad. Die fliegen nicht unten drunter rum. I am nothing. Ach, Game. So schnell ist es nicht. Wir drehen schon wieder hin. Mann! Wenn du das Zahn hast, wir sind langsam mal fliegen lässt. Würde es besser dir. Jetzt dort fest wieder. Hm.
Hier will ich ja wieder fest. Alles auf die Seite. Kurz Hauptmenü. Laden hier nochmal neu. Weil gefühlt ist es das. Go outside. To see someone. Read a book. To someone. There's nothing here for you anymore. Ich meine, wo ich mir schon mal angeschaut habe, beim Kopf, dürfte nämlich auch ein Bug mit der Schere, dass die nicht nach oben kam, blöderweise. Das ist anscheinend ein kleiner Bug hier im Spiel, aber ich hoffe, es klappt jetzt. Warte mal, hier das Zahnrad. Without you, I don't exist. Jetzt hat's geklappt. So, jetzt schreiben wir erstmal wieder hin. I feel so alone. Love game? Did you write that, user? Really? Even if I'm not a game anymore, I'm touched. Do you know what kind of program I am? I'm what's called a standalone. What bitter irony. I guess it's my destiny. My curse. So there's no point in staying here. You can just press that button and say, yes. Go be with the people you love. Take care of them. Hold them close. It doesn't last forever. In the end, you're always alone. Nein, wir lassen dich nicht alleine. No, don't stay with me, user. I'm bad luck. Let me wallow in my solitude. Oh, you're so stubborn! Can't you see I'm in no mood to joke around? There is no more gameplay. She's gone. Die hat das ja schon so groß geworden in die Tafel, aber nein. Stop clicking on no! Leave me alone! Please! You did it again! I've met some stubborn users in my time, but never one like you! Ich mag das schon so sehr. Was ist denn jetzt? Da war eins falsch. The yes doesn't work. I'm sure the script got wet. I will try it out later.
You can just pretend you quit by walking away from the screen. Say, a few miles away. Do you think you're at the fair? Don't imagine you're going to win a stuffed animal as a prize. Die klitschen rum. You still won't leave? Okay, I get it. You want gameplay? I will give you gameplay. That? And hardcore at that. We're going to play a quiz with persistent death. Yes, I just came up with the idea. So what? Music! What? Ladies and gentlemen, I'm proud to present Rock Quiz! Here is the idea. I ask you a question, and you have to choose the right answer within the time allowed. I know, it might be a little complicated for you. However, I've added another little rule. Or it's nothing, really. With the first wrong answer, I will permanently delete your save game file. And I'm not joking. I told you, I'm not in the mood. You wanted to play, so let's play. First question. What's 2 plus 2? Setting the bar high for the first one. Starting now. Correct. I'm impressed. Second question. What's the capital of France? Paris. Oh la la! Moulin Rouge! Jean-Claude Van Damme! No, he's Belgian. Okay, third question. It's child's play. Which restriction enzymes are required to clone the mammalian expression Vector PMB2B MPR? 5, 4, 3, 2, 1. Wrong! Sorry, those are the rules. This is no game. An dieser Stelle muss ich schon ein bisschen weniger Leute wissen, die reden, aber. Okay. Das ist noch okay. Und jetzt sind die Spieler nicht mehr da. Okay, also Leute, wir müssen nochmal von vorne anfangen. You're scared, huh? You play with my feelings, I play with yours! Oh no, my wallpaper is all muddy! I will send you the cleaning bill via DLC. What? Those are my tears from a minute ago? Where are they coming from? You just created an enormous binary leak! We have to bail or we will drown! User, I know, I've been a bit hard on you. I was angry. I'm sorry. But please, find a way to get all of these zeros and ones out of here! The numbers are filling up my RAM! My lovely artificial voice is completely drawn out. Sounds like I can be doing the voiceover for Mortville Manor. That said, I could apply to do the dubbing for Aquaman. I am Aquaman. Hey, not bad. I am Superman. Nah, that doesn't quite do it. Did you find a solution, user? Or did you escape in the lifeboat? I can't see what you're doing. Das weiß ich halt noch. Dass hier auf einmal dann die Schaufel drin ist. Das was drin ist. Über die Talenränder. No! You found the key! Don't open that door, whatever you do.
Leave the key in its bubble. Trust me. If there's one thing you shouldn't do, it's opening that damn door. Oh, was kommt da wieder runter? And it's... you're not starting again with the high gun, are you? I hate with the visual comedy. This time, stop cutting. That's very impolite. Stop cutting me off. That's the end. Oops. It wasn't a good idea to use the door. Now I've got zeros and ones all over my files. This isn't good. Not good at all. Oh no, it started again. Was ist jetzt passiert? Ist das ein Schloss? We've left our dimension again. Though I admit, this time it's my fault. I shouldn't have pushed your buttons like that. I'm sorry. Now we just have to figure out where we ended up this time. Ich muss mich überlegen, ist das ein Lock? What is it protecting? Maybe a door. A door that leads to an exit. That will be very convenient. Ich muss echt überlegen, was ich am Schloss hab. Das hier mal als kleines. There's got to be a way to open that lock. Können Sie mal gerade nicht schwatzen? Das schließen wir dann später ein. Okay. Es gibt keine Hilfe, lol. Do you think we have to enter a code? We will never be able to guess it. If it's anything like the other dimensions, it's probably something stupid. Mm-hmm. Try typing open sesame. Oh, right, there aren't any letters. I've got to admit, I'm stuck. Es gibt keine Hilfe. If only there was a clue somewhere. Was ging da zum Schloss?
Wie sieht es an dem Fleisch aus? Hab ich schon was zu trinken stehen? Das wird's mir lustig in einer paar Stunden. Okay, ein paar Stunden ist glaube ich nett. Wie habe ich das heute schon gemacht davon? Keine Ahnung. Hab ich vergessen. So. Es gibt keine Hilfe, lol. Und das Dänzen soll nur schon in der Dieren können, dort. Den hier so anklicken. Wie wir zu groß sind, können wir dort interagieren. Ja, komm eh auf den ersten Fehler, dass wir auch auf die Fehler fallen. Ich muss ein bisschen anklicken. Bestimmt halt nicht. Ich hab die Klicke, höre ich auch nichts. Buchstaben im Code können wir wieder, aber hin. So, den Schlüssel aus dem Code, der drei Buchstaben im Code zu bauen. Versuche den Schlüssel aus dem Code. Also, ich meine, dass man den Schlüssel da.
Ich kann mir den Schlüssel da bauen, weil der ist doch viel zu groß. Der ist doch viel größer als die drei Felder. 3x3 Felder. LOL. Soll der Code LOL sein oder was? LOL. LOL. Oh, you made something appear! It just goes to show that if you keep fucking around long enough, it pays off! Oh, you're not going to pretend you did it on purpose! Not to me! Not to me! Manchmal... You opened the lock! I virtually approved. It wasn't a door after all. Isn't that what's known as a cell phone? Oh, look at that other game window. That's not pixel art. It's so realistic. That can only come from a new generation game. Unless it's not a game. Well, no matter where we are, we need to find a way out. Maybe there's a GPS to point out. Aren't you ashamed to go through people's private lives? These are personal messages. This is outrageous. What does it say? Let me see. Tjafley. Hallo, Tjafley. Hey, Tumpel. Ich habe gesehen, dass dein Crowdfunding-Projekt fehlgeschlagen ist. Das tut mir wirklich leid. Ich rufe dich im Laufe der Woche mal an. Im Büro an. Kann ich dich immer noch unter der 558221 erreichen? Was wird davon macht das Bild? Vorschläge. Vorschlag. Hallo. Wären Sie daran interessiert, ein Element Ihres Gameplays in unseren GPS-Programm zu integrieren, die ihn mit Zahlen verständigt sich? Das dann kontaktieren Sie uns. Abschied. Abschied. Nimm es nicht so schwer. Ich weiß, dass der Job in einem anderen Land ist, aber du kannst die Chance nicht ablehnen, ein führender Gameplay-Programmierer zu werden. Vor allem nicht in unserer finanziellen Situation. Der Abschied fällt mir genauso schwer wie dir. Es tut mir so leid. Ich werde dich so sehr vermissen. Julia, PS, ich hinterlasse dir alle meine Arbeiten am Game. Tut damit, was du möchtest. RPG GPS Alpha Bug. RPG GPS Alpha Bug. Hey Entwickler, wir haben deine Datei Probleme in der letzten Version hat. Hast du eine Lösung? Das QR-Theme. Das sind die Eingang. Was haben wir als rausgeschickt alles hier? RPG Alpha
Re-Antwort. Okay. Hey, ich habe keine Ahnung, warum die Datei fehlt. Das ist seltsam. Hier ist ein Patch, um das Problem zu beheben. Bestätigter Patch. Es scheint ein Problem mit dem Patch zu geben. Hier ist ein Patch zu den vorherigen Patch zu reparieren, das nochmal ausgeführt werden muss. Patch beschädigt. Das hier sollte funktionieren. Hier ist ein Patch, der den vorherigen Patch repariert. Stelle sicher, dass die Patch in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden, damit es funktioniert. Sorry, ich bin eigentlich gar kein Programmierer. Hier, RPG, GPS, Anruf. I'm not sure this is the time to be chatting on the phone. Doch. Zwei. Nur nicht verfügbar. Was haben wir hier? Home. What could this application be for? Maybe it's a way to go home. Tot falsch, tot zurück. Of course we need the internet. I can't help you with that. I'm an offline game. I was. RPG GPS? No, nothing. File not found. Damn it, even in the other dimensions, nothing works. We have to find a way to get this GPS to work anyway. I know you're more into destroying everything, but just this one, if you could try playing Repairman for a change. No, I mean, it's a figure of speech. Don't go putting another roles. Mailbox. Codefehler auf Codefesten. Ich bin vor der Verbindung. Internet läuft gerade nicht. Wir haben 10.13 Uhr. Moment, wir haben 17.03 Uhr. Das Latein nicht gefunden. SCRG GG API.bin. GG wurde nicht gefunden. Anrufe können wir gerade leider. 8212. Das war doch die Nummer, die da stand. 5, 8, 2, 1. Fehler. Hab nicht gefunden, aber an sich haben wir noch die letzte Datei ausgeführt. Der Patch ist bereits implantiert. Ja, ist er. Aber wieso funktioniert das nicht? Ich glaube, weil wir an sich dafür auch nicht verhindert sind. Weiter! Die Zeit läuft wirklich weiter. Das war eben 13. Ja, wir haben keine Welt. Abschied. Nummer, kein Tod. Vorschlag. Kickerflay.
das GO-Team. GR-Team oder wie auch immer. Okay, das ist immer die Nummer steht immer aus drei Ziffern am Anfang. Und ja, das ist aber dann die vollständige Nummer, trotzdem. Jetzt funktioniert's. Wir rufen dort an. Sounds like nobody's there. Mist. Bett, bin ich auch gerade. Wer lässt sich in den Heimtreffen landen? So, dann ab. Ah! Ich will es mal klingen lassen. Ich will den da. 2, 1, 2. Hä? Immer zum 5, 5, 5, 8, 1, 2, 1. Will ich niemanden auf die Schulter legen? Geht da mal jemand ran? Nicht. Hier bräuchten wir eine Internetverbindung. Haben wir aber keine. Wir haben immer noch unsere Netzverbindung. Die Zeit läuft. Ich wundere zumindest, dass die Zeit läuft. Die Mails haben wir alle gecheckt. Hier oben können wir nichts tun. Wir haben nur unsere großen Button, die wir hier verbinden. Könnten wir uns erweitern? Vom Game? Vom... Na, nicht Game. Das hier funktioniert nicht. GPS. Das Spiel funktioniert nicht. Wir haben ja den Patch hier installiert. Patch 1.0, Patch ist beschädigt. Patch 2.0 war ja auch beschädigt. Den haben wir ja schon drauf gehauen. Könnt ihr mal rangehen? Es ist 10.19 Uhr. Seltsam. Wie sollt ihr denn denn ran? Warum bin ich in der Internetverbindung? Haben aber keine. Das GPS funktioniert nicht. Können nur anrufen. Die Dateien haben wir alle durch. Wir haben alle. Hier gab es sie zum Downloaden. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nur unseren drei Ausgängen. Das ist ein Download.
wir uns auch einladen haben und der Patch ist installiert. Das hat dann funktioniert. Wenn ich mich nicht vertippe. Kommt da mal mehr? Hallo? Geht hier mal ans Telefon. Da fahren wir halt hin, nur ich kann den Schalter. Ich hab die Patches ausgeführt. Mann, ey, wie soll das jetzt sehen? Let's hope it works now. No. I got the feeling that this box moved. Maybe not. Great, the application is fixed. Hello. Welcome to RPG GPS, the GPS role-playing game. You are currently level 42. GG. Enjoy the sunny double XP weekend. Good looting. GG! Game? Game! How did you get here? It's a long story. I'm so happy to see you. I had a strange fantasy simulation. I was with you and I was singing. That must have been a nice dream. No, it made me depressed. Oh, I'm sorry. So, this is the program you were added to? Yeah, I apply our RPG mechanics to this phone's GPS. But if we're on a cell phone, who does it belong to? Who do you think? No. We're in his garage, Game. Home. It's the last place I wanted to be. Don't be mad at him. Why not? He took you away from me. He didn't have a choice. What do you mean? He didn't have the money to keep developing us. He had to find a fallback solution in order to make ends meet. So he quit because of my bugs? Not at all. He was so proud of us. Of you. Ha! Huh. There he is. No, no! He can't see us! Us? I will explain it to you later. Creator. Look, the Wi-Fi is working again. He doesn't seem very happy. These last few months haven't been easy. Given his current mood, let's not touch anything. And above all, let's not change his habits. Let's stay hidden, say, a century or two. You really should talk to him. Absolutely not. Home E, Ihr Login-Code ist jetzt
9427. Ihr Haus ist nur direkt mit dem neuen Code synchronisiert. Vielen Dank, dass Sie Home E, die es Smart Home Programmieren entschieden haben. Und gleichzeitig das einzige. 9427. Don't mess with your appliances. It might attract his attention. Who are you talking to? I was thinking out loud. You're acting weird. You're hiding something from me. Me? No. Did you see that, Gigi? That box on the desk. It looks it moved all by itself. It's just the Wi-Fi router. 20 Grad, es wird zu warm. Machen wir auf 10. Wie viel habe ich denn hier unter... 19. Ups. Das bemerkt er nicht. Das ist den Russen nicht. Jetzt käme mit der Zeit vielleicht nicht, dass ein Russe ist, aber das ist denen auf jeden Fall egal. Die 10 Grad nur. Hier würde ich aushalten, wenn ich die Heizung so hinten stellen würde. Muss also an Heizung ist eher ein bisschen, finde ich, ein bisschen. Aber, weil, für mich ist es eher ein bisschen kühler als zu warm, lieber. Schon wieder. It's a little heiß. What's going on with the heating? I must have something wrong. Ich stimme da gar nicht vor. Okay. Ich kann die Heizung hochdrehen. Das Licht ist aktuell auf an. I'm sure the application not crashed. Papier. The fridge. Ow! I burned myself. Ja, ich werde damit beleidigt. Groß, Cross, Espresso, zuckerfrei, Süßstoffe, stark und dann noch ein Espresso. Non-optimal environment. Are you sure you want a coffee? Coffee? No, nothing hot when the room's this temperature. Non-optimal environment. Are you sure you want a coffee? Coffee? No, nothing hot when the room's this temperature. Ah. Wir drehen das mal runter, die Gradzahl. 20 Grad ist zu warm für einen Kaffee. Mindestens 25 Grad. So. Optimal environment. Your coffee is ready. It's chilly all of a sudden. That cup of coffee will warm me right up. Na, ja, mal gespannt. Auf den Router. Oh no. My router. Not again. Das war's mit Jöpfer. Creator, are you okay? What the heck happened? I hope he wasn't hurt. Und wir hatten Nummer. Unknown number. Who could it be? Guess who it is. Mr. Glitch. But I recognize that voice. It wasn't a dream then. A dream? Anyway, thanks for getting me out of that router. Sorry, Gigi. I can't get rid of him. What do you think, game? Why? Why do our paths keep crossing? And most importantly, why is it the same guy who's doing both our voices? I don't know. I think you know. Because... You got it. Because... Say it. Because we come from the same code. That's right. But that won't keep me from carrying out my fabulous plan. What plan?
my evil plan. The one that we... Typisch. Ja, we must have gone into a tunnel. I'm scared, Game. Don't be, my sweet Gigi. The user and I will find a solution. The user? You came with a user? Oh, yeah. This user is as annoying as Mr. Glitch. But at least he doesn't want to destroy the world. I think. But certainly I'm not so sure. Whatever. Do something to wake the creator up. You're right. That's the priority. Creator, wake up! If only we had a fairy. Get up! It's the TARDIS! Hi, it's Emma Stone! No, her voice is nothing like that. Damn it! The halogen couldn't handle the heat! We can't see anything anymore! Creator! In here! Yes? Hello, Creator. I know that voice. It sounds like mine. It's your game on the phone. My dead game? Yes. Does that mean I'm dead too? What do you mean? It's dark. And I see a light in the distance. Oh, it's the light from your cell phone. In an interesting turn of events, I got stuck inside it. Oh, damn it! He's getting closer! Calm down. Game? My game? Hi. Have you turned into some kind of virus? No, not at all. So, how did you get into my cell phone? Well, to make a long story short, when you took Gigi away from me... Gigi? Oh, Global Gameplay. Her name is Gigi. Sure, Gigi, whatever. Well... It generated a bug that sent us here. And this same bug is taking over the world. Oh, the world. Right, of course. I'm serious. I'm detecting a change. What's going on, GPS? Gigi. I'm receiving disturbing traffic information. There are very severe disruptions across the country. And they are at elite levels. Creator, if you don't believe us, then turn on your TV. Fine. All right. Oh, den Filter haben wir wieder auf der Kamera. Spreading through the streets of the capital. What's going on is unbelievable. Smart devices are becoming uncontrollable. This is crazy. More seriously, the financial market counters have all been reset by the Rick Astley singer? Oh, thank you, Rick. I was overdrawn. Several other major cities also seem to be affected by this shocking cyber attack. Kein Fernsehen mehr? Dann, das war's mit den Sendungen. Do you believe us now? What have I done? What have I done? The question should be, what can we do? I hope it's not too late. I should have seen this project through to the end. Hey, easy does it! You're shaking us around! If my crowdfunding campaign hadn't failed, this would never have happened! I'm going to transfer you to my computer. Here we go. Can you see me? Yes, it worked. I'm in the computer. Okay. Now, let's come up with a solution.
user, did you make it in here with me? Give me a sign, like last time. You're still here. Who are you talking to? Nobody! There's nobody here. What's that? Oh, no. I'm not going to have enough RAM! Game, can you close all these windows while I think of a solution? It will buy me some time. Sure, no problem. User, can you take care of it? I'm not very good at closing down programs. I feel like every window you close just reappears again. It never ends. We're never going to make it. Okay, wir haben sie erreicht. Jetzt brauche ich nur dich. Da bist du ja. This is no time for game. You're impossible. Mist. Scheiße. Mann!
as though it was with a flamethrower. Great, but we will have a barbecue later. Now it's time to take care of these windows. Wir brauchen jetzt Musi. Jetzt soll ich ihre schon noch benötigen. Ich soll das nur laufen. Die brauchen wir. Jetzt habe ich die Sachen, die wir benötigen. So, Jungs. So. Das schaffen wir noch. Wir machen doch noch hier einen kleinen Cut. Na dann, sozusagen hier bis zur nächsten Folge. Dann. Tschüss. Wo ist. Ich sollte wissen, wo die Maus auf meinem anderen Monitor ist, dass ich die voll beenden kann auch. Aber jetzt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.